Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Moskau Lambsdorff einbestellt, aus Protest gegen das neue NATO-Marine-Hauptquartier an der deutschen Ostseeküste. Der Standort in Rostock verstoße gegen den 2+4-Vertrag, der eine Stationierung von NATO-Truppen in der ehemaligen DDR untersagt. Lambsdorff widersprach dem. Von Rostock aus sollen NATO-Truppen in Zukunft den Ostseeraum überwachen, um unter anderem mögliche russische Aggressionen frühzeitig zu erkennen. In Russland hat der sogenannte BRICS-Gipfel begonnen. Mit dabei sind Vertreter von 36 Staaten. Der russische Präsident Putin will die wirtschaftliche Zusammenarbeit vorantreiben und angesichts der westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs zeigen, dass er international nicht isoliert ist. Er ist der wichtigste Gast heute in Kasan und das Schwergewicht der BRICS-Staatengruppe. Chinas Staatschef Xi nimmt sich gleich mehrere Tage Zeit für den Gipfel. Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs kommen an, werden begrüßt mit Brot und Salz und Süßem aus Russlands Teilrepublik Tatarstan. Zum Auftakt empfängt der Hausherr zu Einzelgesprächen hier die Chefin der BRICS-Entwicklungsbank. Beim Gipfel soll es auch um ein gemeinsames Zahlungssystem gehen, als Alternative zu Dollar- und SWIFT-System, zu dem Russland wegen der Sanktionen keinen Zugang hat. Die Stärkung von Handel in eigenen nationalen Währungen, so Putin, macht die BRICS-Staaten unabhängiger. Das hilft, die Wirtschaft vom Einfluss der Politik zu befreien. Putin im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Selbst kann er wegen eines internationalen Haftbefehls ja nur noch eingeschränkt reisen. Indiens Premierminister bietet Vermittlung an in Sachen Ukraine und erlaubt sich Kritik am Krieg. Wir finden, Probleme sollten friedlich gelöst werden. Wir sind für schnellstmöglichen Frieden und sind bereit, dabei nach Kräften zu unterstützen. Ein Zeichen dafür, dass man sich längst nicht in allem einig ist in der BRICS-Gruppe. Einig sind sich die Staaten im Streben nach einer neuen Weltordnung. Aber wie die aussehen soll, stellt man sich im reichen China möglicherweise anders vor als in den Schwellenländern des sogenannten globalen Südens. Für Putin ist der Gipfel die Gelegenheit zum großen Auftritt, zu zeigen, dass er trotz aller Sanktionen eben doch nicht isoliert ist. Mehr aber auch nicht. Russland hat gerade turnusgemäß den Vorsitz in der BRICS-Gruppe. Deshalb treffen die Staatschefs sich hier. Das Sagen in der Gruppe hat jemand anders, hat China. Und die neue Weltordnung, die den Mitgliedern der BRICS-Gruppe vorschwebt, könnte am Ende eine mit China an der Spitze sein.